So. Hallo? Test? Check? So. Jetzt läuft das Mikrofon. Ich hoffe, ihr habt den guten Ton. Nur die Nase lasse ich aus. Denn mein Geruch hält keiner aus. Kaum, dass ich mich an den Kasten setze. Papa, ich brauche den Laptop. Jetzt! Na, hör mal auf mit deinem Geschwafel. Im Keller liegt noch eine Schiefertafel. Wochenlang hock ich schon da, vor der Webding-Kamera und guck in viele Nasenlöcher, Doppelkinne, noch und nöcher. Meine Jogginghose auf alle Fälle, die könnt mir in die Ecke stellen. Und ihr liebe Leid, ich schwör, ich war schon ewig nicht mehr beim Friseur. Alles zu und alles dicht. Einen Lockdown, nein, den mag ich nicht. Aber es muss jetzt halt immer so sein. Nicht jeder sieht es freilich ein, wenn man daheim hockt, Tag für Tag. Da denkt man halt auch einmal nach. Der eine denkt laut, die andere leis. Der eine denkt schwarz, die andere weiß. Der eine denkt hier, der andere her. Und manche Leute, die denken quer. Die sagen, so geht es nicht weiter. Sie haben gelesen, seien gescheiter. Die Statistik kann so nicht stimmen. Die der Oppe sind die Schlimme. Wissenschaft und Forschung nix ausrichten kann. Gäsche ein Post auf Telegram. Als freier Mensch recht tolerant. Gönne ich jedem seine Meinung hier im Land. Die darf mir sagen, ist doch klar. Doch Mitgefühl ist dabei rar. Viele sehen sich und ihre Welt. Viele denken nur ans Geld. Viele tun über anderen Lache. Das ist nicht schön, aber kann man machen. Wie gesagt, ich bin da nicht gestresst, solange man die Cash im Döffchen lässt. Auch Demos sind für mich kein Ding, solange die Leute vernünftig sind. Nur eins kann ich nicht kapieren. Mit Nazis tut man nicht demonstrieren. Wenn jeder meint, er weiß es besser, er hätte die Weisheit mit dem Löffel gefressen und auf die Polizei schimpfe tut, rumrennt mit dem Aluhut, ihr liebe Leid, dann sag ich euch, so kommen wir auf keinen grünen Zweig. Ratzfatz ist die Stimmung vernebelt, wenn alles nur noch rumbrebelt, mit dem ganzen Mi-Mi-Mi kriege mir das doch nicht hin. Wisst ihr, wie es wird wieder schön? Das Zauberwort mit dem Doppel-D. Jetzt war es von euch wieder keiner. Das Zauberwort heißt Miteinander. Miteinander an Armstrang ziehen. Genau so kriege ich mir das hin. Miteinander, ja, das sag ich. Miteinander, solidarisch. Gucke, wie es der anderen geht. Und dass niemand durchdreht. Wenn mir jetzt all die Zähne zusammenbeißen und zusammenstehen in dieser Situation, dann schaffe mir die Probleme all. Das ist für mich ein klarer Fall. Ich bleib daheim in meiner Hütte. Das andere Jahr geht's wieder in die Bütt. Bis dahin macht mir kein Radau. Passt auf euch auf, macht's gut. Hello! Ups, ich brauch den Laptop!